Ni hao und Kung Hei Fat Choi, glückliches neues Jahr. Wenn Sie den letzten Newsletter gelesen haben, wissen Sie, ich bin in Hongkong und diesmal gibt es keinen Kommentar zum Lesen, sondern den ersten Videoblog. Das hätte eigentlich Shopbase von Hongkong heißen sollen, aber mein Mentor, der mich auf die Idee gebracht hat oder motiviert hat, dem hat das nicht gefallen. Das klingt zu negativ. Trotzdem. Mein erster Kulturschock ist, dass hier die Frauen so schlank sind, so feingliedrig, dass ich mir wie eine Matrone vorkomme. Aber ich komme doch ran und erzähle Ihnen gleich, wieso ich das mache und wie es weitergeht. Ja, es geht also darum, hier eine neue Lernkultur kennenzulernen. Ich lasse Sie auch ein bisschen über den Zaun schauen. Den ersten Eindruck, den ich mitgenommen habe, den bekommt man schon, wenn man von der U-Bahn-Station in die Universität läuft. Dann geht man durch einen langen Tunnel und in dem Tunnel sind seitlich diese Sinnsprüche. Schauen Sie sich die mal an in Ruhe. Sagen Sie dazu, das geht schon unter die Haut. Sweatshop-Universität und hier wird gelernt von morgens bis abends, samstags und auch noch am Sonntag. Da habe ich ganz schön was vor, denke ich, aber das werde ich erst erfahren, wenn ich am Samstagnachmittag meine ersten Vorlesungen gehalten habe und dazu dann mehr. Jetzt erstmal danke Stefan, dass du mich hier auf diese Spur gebracht hast. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich gehe zur Arbeit. Let's go to work.